Ja, herzlich willkommen hier wieder in der Bikeschmiede. Heute heißt die Folge wieder Hurra Scheunenfund. Der Marlon hat sich bei uns gemeldet und hat wirklich einen Hammer Scheunenfund gemacht. Das mächtigste Motorrad oder Serienmotorrad der Welt. Was also 1978 auf den Markt kam und hat uns dieses Motorrad angeboten. Wir machen uns auf den langen Weg nach Dortmund und sind schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Viel Spaß! Ja, wir sind gut 4 Stunden unterwegs, kurz vor Dortmund, richtig mieses Wetter, hat die ganze Zeit geregnet. Hoffen wir mal, dass wir dem Marlo da in seiner Tiefgarage in Dortmund finden. So, wir sind jetzt mitten in Dortmund und hier irgendwo unter dem ganzen Stadtbeton schlummert das Monster aus Fernost. So, wir haben echt die Garage gefunden. Mal sehen. So, wir sind jetzt beim Marlon angekommen und es hat sich herausgestellt, dass er auch so ein kleiner Jäger und sein ist. Ja, Marlon, auf jeden Fall. Du bist, glaube ich, auch Mechatroniker oder was? Ja, genau. Ich bin gelernter Zweiradmechatroniker und Motorradtechnik. Wie kommt man zu den ganzen Klassikern? Bist ja nur noch ein junges Blut. Ja, ich finde einfach, ich habe angefangen mit alte Vespas restaurieren. Richtig noch die Schaltung, Blech-Vespas und so. Und cool. Ja, da kommt dann halt die Liebe für die alte Technik durch, ne? Vergaser noch und mit Einspritzung ist mir alles zu modern. Übersichtliche Technik. Ja, genau. Da kann man einfach nur mit einem Schraubenpfister selber alles reparieren. Und kein Computer oder weiß, was, wo irgendwas. Die Kraft entsteht, wo sie hingeht. Ja, ist einfach ehrliche Technik. Ja. Und dann bist du auf Motorräder umgesprungen. Genau. Soll doch was Richtiges sein. So ein Roller ist ja dann doch nochmal was anderes. Ne? Und wie bist du an das Monster gekommen? War Zufall wieder über irgendwelche Kontakte und A und hier und der hat noch eine rumstehen. Und dann bin ich nach Heppenheim runtergefahren. Und ja, da stand sie dann. In der Scheune. Abgemeldet seit 88. Das ist ja der Hammer, oder? Also ja. Das hat man auch, weil ich so hinten gehört, so ein Motorrad, dann meistens, wenn man ja dann erstmal mit dir fahren, so eine Karre war ja auch nicht billig. Ja. Nee, nee. Der Vorbesitzer hat die vom Händler selber gekauft. Ja. Der Händler ist die auch nur ein ganz bisschen gefahren irgendwie und dann ging die an seinen Sohn. Genau, und dann hat der eigentliche Vorbesitzer, der das Bike nur gefahren ist, ist die ein paar Jahre gefahren und durfte dann aus bestimmten Gründen nicht mehr fahren und hat die weggestellt. Ja. Und das war immer so dieser, wie man das immer hört, ja, ja, irgendwann fahre ich wieder. Ja. Irgendwann mache ich sie fertig. Und dann sind 30 Jahre vorbei. Ja, auch, ja. Ja. Eigentlich sind es ja fast 35 Jahre denn. Jetzt wirst du noch auch noch mal 2 Jahre stehen hier, ja? Oder? 2, 3 Jahre steht sie jetzt hier ungefähr. Und ich weiß, wenn sie nicht irgendwo anders hingeht, vergammelt sie hier. Ne? Ja, wir bedanken uns auch erstmal für das Angebot, dass an uns gedacht ist. Ja, aber das sowas ist cool. Natürlich auch, weil es ist ja ein Stück Motorradgeschichte, muss man ja auch einfach sagen. Ja, das war ja nun ein ganz besonderer Punkt auch in der Entwicklung. Ja, die haben ja dann alle, vorher waren ja Benelli noch, die haben ja ziemlich zur gleichen Zeit angefangen mit 6 Zylinder. Ja. Ja, und die Honda war eigentlich mit die Beste und die Kawasaki, die hat ja noch einen draufgesetzt, die hat ja noch 300 Kubik mehr gehabt. Ja, das war dann so ein Nachzügler, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt auch was machen. Das war eine wahnwitzige Zeit damals, wenn man sich die Bikes so anguckt, da mit was haben die 35er Standrohre, dann gut, das ist schon eine Prowling mit belüfteter Scheibe und dann 6 Zylinder mit 100 PS dahinter. Das ist schon verrückt. Und der Sound ist auch Hammer, ja, wenn eine Karre läuft, das ist schon. Der Sound. Ich wollte immer eine haben, einfach nur weil man guckt bei YouTube, hört diese Videos und das klingt krass, ja nie vom einfach nur krass, wenn du da am Horn drehst und du bist einfach nur weg. Ja. Und ich glaube, von der Prowling in Deutschland gab es damals nur 400 Stück. Das sind ja die Verstärkten dann gewesen, nicht? Die haben sie dann nochmal so ein bisschen genau, die hat Schwinger die, verstärkt. Die Einarmschwinge mit Zentralfederbein, die hat eine andere Bremsanlage. Die andere, die hat wohl immer so ein bisschen angefangen zu flattern. 74, nee, 78, nee, wann haben sie die erste gebaut? 74. Ja, das war die CB1. Ne? 74, nicht? Die erste 6-Zylinder. Ja, und die Prowling, die haben sie dann, das war dann diese verbesserte, ja? Ja, genau. Die haben sie dann ein bisschen... Pneumatisches Federbein insgesamt. Leicht verstärkt, überarbeitet. Motor ist der gleiche, obwohl er 2 PS weniger hat. Die haben aber nichts geändert, ich weiß eine Düse. Aber es waren ja damals diese Bestimmungen mit der Versicherung und den 98 PS. Ja, ja. Aber das ist, ich sag, dieser Motor von der Honda, der sieht ein bisschen zackenschärfer aus wie der Kawasaki-Motor, ja, mit dieser Luftkühlung, das macht schon was her. Ja. Und dann diese Rohre da raus. Ja. Das sowieso. Dann auch diese 6 Vergaser dazu, das muss man ja auch sagen, ja, das ist ja bei
Bei Kawasaki haben sie immer zwei in einen gemacht, also du hast ja drei Vergaser. Ja, diese Vergaserbank, das sieht einfach auch gut aus. Auch ein. Und auch so, ich fahre im Alltag eine Wende 1200 auf Vergaser, Öl gekühlt. Das ist schon so mein Stil. Geil. Ich wäre es auch gerne mal gefahren, hätte sie gerne fertig gemacht, aber ja, da kommt das Leben. Ist immer ja, wohnst du hier in der Gegend? Oder muss auch, also du musst auch immer ein Stück fahren, wenn du hier schrauben willst. Ja. Ja, das schätze ich immer bei uns auf dem Dorf, da hast du alles zusammen. Das ist immer schön. Kannst auch schnell mal in die Werkstatt rein und kannst auch mal, wenn du da bist, ein paar Stunden, das lohnt sich dann auch. Ja, aber hier ist es immer noch, verfährst du dann schon auch hier eine Zeit. Stadt, und dann, hier ist überhaupt erstmal gucken, wo kann man das machen. Ja, und ist ja cool, wenn man dann hat, wenn man sich das Ganze teilen kann, ja, dann funktioniert es ja auch. Ja, genau. Ja, wir haben unsere Lehre zusammen gemacht. Ja. Daher kenne ich den Kollegen. Ach, auch ein Schrauber. Auch ein Schrauber. Ja. Nicht im gleichen Betrieb, aber gleich ausgebildet. Cool. Ja, Marlon, dann freuen wir uns auf eine kleine Führung mit dir. Ja, schaut man gleich mal durch. So, Tor öffnet sich. Das sieht gut aus. Das Biest steht ganz hinten, ne? Wie das immer so ist. Müssen wir eine rausrollen vorher. Das ist auch eine schöne hier. Das ist auch noch so richtig schön Old-Style, ja? Ja, die tut aber nur so. Hä? Ja. Aber die haben sich an die alten Formen immer angelehnt, ja? Royal Enfield. Wir haben, glaube ich, auch einen Dieselmotorrad sogar gebaut, ja? Ja. Genau da. Da müssen wir ein Stück zurückschieben. Wo schleifen die hinten, ne? Oder? Ja, ich hab's noch nicht. Ja, wenn er noch keine 10.000 runter hat Kilometer, dann muss es ja die erste noch sein. Oder einmal gewechselt. Attacke oder? Die hat ein pneumatisches Fahrwerk. Das kann man hier quasi während der Fahrt dreistufig Härte verstellen. Hier kommt Druck drauf. Ganz normal, da ist ein Autoventil drin. Ja. Und vorne auf die Gabeln auch. Das ist alles miteinander verbunden. Hatten das die Vorgänger auch schon? Nee, nein, oder? Das ist eben diese ProLink-Geschichte. Das die ist genau das mit der Einarm-Alu, mit der Aluschwinge, mit dem Zentralfederbein. Da hatten wir bei der CB1 auch noch zwei Einzelfederbeine. Ja. Genau, da hat die innenbelüfteten Doppelscheiben vorne schon. Das ist auch neu bei der ProLink. Und eben die ganze Verkleidung. Das gab es vorher auch nicht. Das gab es vorher nur in Naked. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir dieses Eisenschwein auf den kleinen Pickup kriegen. Das ist auf jeden Fall das falsche Auto dafür. Meinst du? Und ich bin der falsche Kumpel dafür. Ich hoffe, ihr beide gut gefrühstückt, weil ich muss ja die Kamera halten. Hier 3 Meter. Und vorne! Wir müssen noch ein Stück höher. Dann schieben wir das jetzt. Zack, los. Dann ganz hoch, Meister. Bleib jetzt nicht auf einmal. So. Sieht so unentspannt aus, wie du da stehst. Wir haben es aber auch immer noch mit Platz 3 geschoben. So, Marlon, dann hab Dank. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall. Genau, wieder. Kommt gerne mal vorbei wenn bei uns. Ausstellung ist. In der Bude, genau. Und dann könnt ihr sie euch nochmal. Ich will die hören einmal. Vorziehen, also dann mache ich hier auch mal ein kleines Warm-up zusammen. Alles klar. So, Freunde, wir sind wieder in heimischen Gefilden gelandet, immer vorm Regen hergefahren. Das heißt, Gott sei Dank hier auch im Trockenen angekommen. Und heute passiert hier nicht mehr viel, aber morgen werden wir uns dieses Superbike hier mal zu Gemüte führen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. 1988 wurde sie abgemeldet
Und dann haben sie die in diese Scheune geschoben und dort hat so unglaubliche 35 Jahre bis zum dem Zeitpunkt, als der Marlon sie dann gefunden hat, gestanden. Hammergeschichte. Und wir gucken uns dieses Motorrad, was damals also ein absoluter Brüller war zu der Zeit. Also muss ich vorstellen, solche Motorräder, sowas hat es bis dahin gar nicht gegeben. Sechszylinder-Reihen-Motorradmotor verbaut. War ziemlich zeitgleich mit Benelli, also man musste damals ja ein bisschen was Extremeres noch bauen, ja, und wollte das also auf dem Motorradmarkt versuchen. Und Benelli und Honda haben damit angefangen. Später hat Kawasaki noch nachgezogen, die mit der 1300er Z1300 hieße. Und die werden wir auch noch mal hier im Video vorstellen. Aber heute vorab machen wir erstmal eine kleine Begutachtung dieses Scheunenfunds, die Honda CBX 1000 aus Anfang der 80er Jahre. Ja, und Honda war so ziemlich die erste Bude, damals ja auch die größte Motorrad- oder größte Motorradhersteller der Welt zu der Zeit, die also mit diesen sechs Zylindern hier in Großserie ging. Und da ranken sich auch wilde Stories drumherum, wenn man mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Die haben also damals eine Meute von Ingenieuren losgeschickt auf einen Militärflugplatz und die haben also sich tagelang damit beschäftigt, das Geräusch von den Düsenjets dort aufzunehmen. Der Hintergrund dessen ist also, dass die Honda-Manager damals den Konstrukteuren den Auftrag gegeben haben, dieses Motorrad so zu konstruieren, dass die Maschine, dieser Sechszylinder-Reihenmotor, sich so anhören sollte wie so ein Düsenjet. Und das soll ihnen wohl angeblich auch fast gelungen sein. Ja, erstmal die ganze Linie von dem Moped ist der Hammer, finde ich. Das passt alles so schön stimmig. Auch die Koffer sind nicht zu übertrieben. Und das Ganze in Perlmutt. Ja, wenn wir uns den Tank mal von nahen angucken, der schimmert so Perlmuttfarben. Ja, mit einem leichten Blau abgesetzt. Und hier vorne dieser Hammer. Sechszylinder-Reihen-Motorradmotor, der also in dieses Chassis eingepflanzt ist. Und nur mal so ein kleines Porträt sein. Wir werden natürlich noch mal ein größeres Porträt machen, wenn wir die Maschine dann gesäubert haben. Wir haben ja jetzt noch gar nichts dran gemacht. Und wenn er nur mal hier guckt an dem Chrom, ja, da ist also nichts mit. Ja. Nur mal so ein bisschen mit dem Lappen drüber gehe. Das ist also fast wie werksneu. Die Sitzbank ist also so ein bisschen angegilbt, weil die also so viele Jahre da in dieser Scheune verbracht hat. Aber hier habe ich schon mal so ein bisschen angefangen. Hier mit dem Reinigungsmittel. Ja, dann haben wir hier die Aufkleber noch dran, die Warnaufkleber und Infoaufkleber, die damals an das Motorrad angebracht hat. Alles noch wie neu. Ja, und wenn ihr euch mal die Fußrasten anguckt, ja, die Gummis von den Fußrasten, das ist alles noch, als wenn da noch gar keiner mitgefahren ist. Ja, das ist also null Abnutzung dran. Ne? Bei Fahrer genauso. Und die Maschine hat also 10.000 Kilometer runter. Das ist eigentlich für so einen Motor gar nichts. Ist also gerade erst eingefahren. Und wenn wir mal hier vorne gucken, die Instrumente. Ja, wir haben also hier mal den Drehzahlmesser, dann haben wir hier eine schöne analoge Uhr, dann Temperaturanzeigen, das müsste einmal fürs Öl sein, einmal Wassertemperatur, dann haben wir da nochmal den Öldruck. Ja, da müssen wir mal gucken, was das noch ist. Und da hinten haben wir nochmal die Außentemperaturanzeige. Das ist sicher die Schokanlage. Ja, und auch die Krümmer, wenn ihr euch das mal anguckt, ja. Die sind nicht mal blau, ja, da ist nicht ein Pickel drauf, oder? Das kriegt man alles wieder super hin. Ja, die Felgen, das waren also so die ersten Alufelgen, die es überhaupt gab, die mit Aluspeichen drin. Da sieht man noch, die waren so vernietet, ja, das war also nicht im Ganzen gegossen, sondern man hat die Scheibenbremse vorne und hinten
Die Gabeln hat man ein bisschen verstärkt bei dem späteren Modell, beim ersten Modell der CBX1. Da war also die Gabel noch ein bisschen schwächer. Und dann hat man also die ProLink gebaut ab 81, wo man also die Gabel verstärkt hatte und das Fahrwerk hinten, die Schwinge auch nochmal verstärkt hat, weil die also ein bisschen quackig angesetzt waren. Hier haben wir noch einen schönen Sturzbügel. So ein bisschen, ja, so wie die amerikanische Harley. Guckt mal, wenn man hier putzt, ja, was das ein Hammerchrom noch ist. Ja. Wahnsinn. Also das macht richtig Spaß, diese Maschine wieder in Gang zu bringen. Jeder Aufkleber hier an der Maschine noch top erhalten. Das ist ja meist alles schon weggeätzt oder nach dieser Zeit mit tausendmal nass geworden. Und dann auch meist schon weggeflattert. Das ist also alles sehr schön noch erhalten. Hier haben wir noch einen Helmhalter dran. Hinten auch Scheibenbremse. Ja, man konnte noch gar nicht so sehen, was eine Maschine alles so ist. Das werden wir uns die nächsten Tage erstmal alles noch zu Gemüte führen. Soll nur erstmal ein schneller Überblick sein, dass wir euch auch mal so mitnehmen bei so einem Fundstück, wenn man dann das zum ersten Mal so in Augenschein nimmt. Guck mal die Ölkontrolle, was wir hier für ein sauberes Öl drauf haben, wie gerade der Ölwechsel gemacht. Also das lässt vermuten, dass der Motor auch noch richtig, richtig gut ist. Da freut man sich echt schon auf den ersten Start nach 35 Jahren. Also ganz einfach zu händeln hier die Uhr. Ja, man hat hier den kleinen Steller dran, zieht er ein bisschen raus und schon konnte man die Uhr entsprechend einstellen. Alles komplett unkompliziert. Ja, überall noch kleine Fächer und Klappen drin. Ne? Gucken wir hier nochmal rein, was hier drin ist. Das ist also hier in der Seitenverkleidung. Ja, da haben wir noch die originale Honda Owner's Manual. Das steht in Deutsch. Das Fahrerhandbuch. Da hast du also so ein schönes dickes Buch gekriegt, wo du alle möglichen Wartungsvorgänge und wenn mal irgendwas mit dem Motorrad war, wie du es beheben kannst, steht da also drin. Das war also in den 80er Jahren noch ganz normal gewesen. Und hier haben wir noch Abmeldebescheinigung. 14.10.1988 wurde das Motorrad stillgelegt und seitdem nicht wieder in Betrieb genommen. Einfach nur der Hammer. Wenn ihr euch einfach nur mal diese Vergaserbrücke hier anguckt, ja. Wir haben hier 6 Vergaser. Guck mal, so sieht das denn aus, wenn du Gas gibst. Einfach nur krasser Scheiß. Man kann sich vorstellen, was da sich für eine Leistung aufbaut, bei, wenn jeder Zylinder für sich befeuert wird, ja. Hier haben wir nochmal den Fahrzeugbrief. Erstbesitzer und 1984 das erste Mal zugelassen. War also ein Jahr, nachdem die Produktion dieser Motorräder mit der Produktion dieser Motorräder aufgehört wurde. Und wird also eins der letzten Abverkaufsmodelle gewesen sein. Ja, die Maschine, die wird jetzt von uns leicht überarbeitet. Natürlich werden wir den Charme der Maschine so belassen. Ja. Also wir werden hier nichts neu lackieren oder irgendwelche Teile neu zum Verchromen. Alles so, wie wir es gefunden haben, werden wir es nur aufarbeiten und euch dann die Maschine nochmal präsentieren, wenn sie dann wieder läuft, um euch auch mal diesen Hammer 6-Zylinder Reihenmotor in Action vorzuführen.
ist von ihm. Soweit mal unser Scheunenfund-Trip. Ich denke mal, das hat sich absolut gelohnt. Vielen Dank nochmal an den Marlon. Und ich denke mal, er kommt jetzt auch finanziell mit seinen anderen Projekten weiter. Ihr habt ja gesehen, er hat den Stall noch voll stehen mit anderen Klassikern. Wir werden euch das Bike in kürzester Zeit nochmal auf der Straße präsentieren. Ihr abonniert am besten hier unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Lasst auch ruhig mal ein paar Likes, ein paar Herzchen für uns da, da freuen wir uns auch drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll!